Und somit sage ich Hallo an alle. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu einem weiteren Part zu Digimon World Next Order. Im letzten Part haben wir uns einen Grand Kuwagamon geholt und eines herausgefordert. Nur das war halt eine, ich sage mal, schwierige Schlacht. Aber gut, wir müssen noch viel mehr Digimon in die Stadt holen und in einem Part haben wir das sogar ganz kurz gemacht, denn ich möchte an einen ganz besonderen Ort hin und zwar zum absoluten Nullpunkt. Das wird in dem Fall jetzt die nächste Station heute sein. Möglicherweise werden wir dort ein paar gute Digimon in die Stadt holen können. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung, aber die Gegend wird den meisten auch schon bekannt sein aus einem älteren Spiel, und zwar aus Digimon World. Aber gut, wir schauen uns das Ganze gleich an. Ich hole mir dann nur ein paar Disken noch. Autopiloten sollte ich noch mehr als genug haben. Wir holen uns das Prinzip noch einmal zwei weitere. Und gehen jetzt zum absoluten Nullpunkt. So, dann machen wir uns auf den Weg, blechen mal schön 5000. Ich habe jetzt ein paar Mal bei der Digimon schlafen lassen. Mal schauen, ob wir hier was Gutes einsammeln können. Schneeholz, ja, ich möchte halt jetzt nicht gegen Ars Devimon kämpfen, das kann sich ruhig verpissen, das nächste genauso. Aber da vorne haben wir schon etwas, was uns allen bekannt sein sollte. Ich bezweifle halt, es kann durchaus sein, dass wir da gar nicht reinkommen können, weil im letzten Spiel war es ja nämlich so, dass wir dafür zwei Serum-Digimon benötigt haben. Aber da haben wir mal ein Gabumon. Dann reden wir mal mit dem Guten. Haha, Hachi, Mist, du hast mich gefunden. Geht's dir gut? Brrr, dieses Fell ist schon so abgenutzt. Überall pfeift der Wind rein. Garurumon hat es mir gegeben. Vielleicht will er es ja reparieren. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte? Naja, er ist in der Stadt. Oh, Garurumon ist in der Stadt? Eigentlich traue ich mich nicht zu fragen, aber ich wage wohl den ersten Schritt. Okay, und so easy haben wir Gabumon in die Stadt geholt. Nice. So, hier sind wir auch ungestört. Da können wir auch etwas mitnehmen. Schwarzholz und Schneeholz. Kommt noch irgendwas Besonderes dazu? Leider nicht, aber eine alte Karte. Was sind eigentlich diese Karten, Leute? Sind das einfach nur die Maps, damit wir die quasi hier sehen können? Oder was genau sind die? Weil ich habe null Ahnung. Und ihr wisst, ich würde mich durchaus freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren reinschreibt, was diese eigentlich sein sollten, die Karten. Aber gut. Gobamon, puh. Der Weg eines Sammlers ist steinig. Aha. Ich habe es mir zum Hobby gemacht, Gyotaku zu sammeln. Und mir fehlt noch ein ganz bestimmtes. Mega Sidramon Gyotaku Bild. Eine derartig heldenhafte Gestalt. Meine Stimme ist ja weg. Sorry, Leute. Eine derartig heldenhafte Gestalt. Eingefangen in einem Gyotaku. Allein beim Gedanken kriege ich Gänsehaut. Und da kommst du ins Spiel. Wenn du Mega Sidramon triffst, bitte ihn doch um sein Gyotaku Bild. Ja, klar. Das willst du für mich tun? Du bist fabelhaft. Mega Sidramon ist am Kap Mot. Mann, ich kann's kaum erwarten. Okay, das heißt, wir haben schon mal Mega Sidramon jetzt fürs Kap Mot, schätze ich mal, freigeschaltet, dass wir es dort finden können. Denke ich zumindest. Hier sollten wir vielleicht auch mal was Gutes finden, oder? Weihwasser. Nicht schlecht. Und noch einmal das Weihwasser. Das gefällt mir. Wahrscheinlich gibt es hier noch andere gute Sachen. Ich müsste mich halt nur in der Gegend umschauen und möchte gerade dieses kleine Snow-Argument gegen uns kämpfen. Nein, komm, verpiss dich. Ja, da haben wir so einen Wizardmon, ein Snow-Argument und ein Ikakumon hinten. Das kann auch in die Stadt kommen, denke ich mal. Man kann ja so gesehen die ganze Gabumon-Reihe in die Stadt holen. Von Gomamon bis Vikemon. Interessant. So. Hallo. Hey, du da. Ich habe einen köstlichen Vorschlag für dich. Hast du einen Moment Zeit? Ja, klar. Ich wusste es. Weißt du, mit köstlichem Vorschlag meinte ich einen Koch, der köstliche Gerichte zaubert. Seine Speisen sind einfach himmlisch. Ich war Stammgast in diesem Restaurant. Aber ich weiß nicht, was in den Koch gefahren ist. Auf einmal schloss er seinen Laden und verschwand. Ich möchte, dass du diesen Koch suchen gehst. Ich vermisse seine köstlichen Speisen. Ich will, dass du mehr bestellst. Der Koch heißt Seraphimon. Aha, Seraphimon, okay. Angeblich wurde er in der Serverwüste gesehen. Geh wieder zu ihm. Okay, jetzt haben wir auch wahrscheinlich die Mission zu Seraphimon freigeschaltet. Das heißt, wir wissen auch da unsere nächste Station schon. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier überhaupt reinkommen können. Was möchte eigentlich aber Snow Argumon? Oh, hallo. Hast du vor, in die Eiskathedrale zu betreten?
Ja, eigentlich schon. Die Digimon da drin sind ziemlich stark und der Aufbau ist recht kompliziert, also sei vorsichtig. Niemand weiß, wann oder von wem die Eiskathedrale erbaut wurde. Oder wie sie wirklich heißt. Angeblich schlummert in ihrem tiefsten Inneren etwas richtig Gefährliches. Außerdem, nein, ich will euch nicht aufhalten. Ihr kommt schon klar. Wie bitte ich? Ich war mal drin, bin aber sofort umgedreht. Ich weiß also nicht, wie es da ist. Hahaha. Aber egal, ich habe Hunger. Einen Snack. Ich will einen Snack. Oh, tut mir leid. Das wollte ich nicht laut sagen. Dann such dir was zu essen, mein Freund. Denn du bist kein Kandidat für die Stadt. Und ich glaube, hier kommt die Nostalgie wieder hoch. Normalerweise hätten wir hier nämlich eine Statue von Angemon gehabt. Und wir sind schon mal hier drinnen und da geht es auch schon direkt weiter. Und das Gaogamon, das hat eine ganz besondere Aufgabe. Das müssen wir binnen gewissen Sekunden schlagen, sagte ich was. Hey, du bist nicht dieser Zähmer, der Bewerber für die Stadt sammelt. Wenn du es bist, kannst du mich besiegen, wenn wir ein paar Regeln aufstellen? Ganz einfach, besiege mich innerhalb von 60 Sekunden und ich kehre in die Stadt zurück. Interessiert? Klar, kämpfen wir. Oh, gute Antwort. Also los, dann zeig mir, was du kannst. Es gibt nämlich noch ein weiteres Digimon und das ist dann, glaube ich, Mirage Gaogamon. Das hat dann nämlich auch so eine Aufgabe, bei dem müssen wir es dann, glaube ich, dann binnen 30 Sekunden schaffen. Mal schauen, mit der Ulti sollten wir es jetzt haben. Wir können sogar noch die Exe-Digitation machen. Ist gar nicht so schlecht. So, haut mal eure Ulti raus. Bestenfalls reicht das auch gleich aus. Na, mal Scherenschwert und die Trumpfkarte. Und wir haben es besiegt. Binnen 60 Sekunden. Oh nein, ich habe verloren. Wer jemanden mit meinem Selbstvertrauen so schnell besiegen kann, ist wirklich ein harter Brocken. Also gut, abgemacht ist abgemacht. Ich kehre in die Stadt zurück. Ich bin gespannt, was mich dort erwartet. Viel Spaß. Okay, dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir auch das Gebiet, nämlich auch die Eisbarriere. Das schaut mir zu einfach aus. Deswegen gehen wir mal hier nach hinten. Und das sind Gururumons, die uns nicht angreifen, die uns angreifen, okay. Und da haben wir einen Eis-Devimon. Ich rede mal mit dem Guten. Vielleicht hat er irgendwas. Oh, creepy. Okay. Wow, so wunderschön. Hä? Ein Mensch? Hast du mich angeschaut? Mir egal. Ich kann eine derartige Schönheit nicht verbergen. Ich achte jeden Tag genau auf mein Gewicht, um diese bombastische Figur zu erhalten. Und mein Hund zuckt natürlich wieder aus. Es geht nicht nur um Diät. Meine gesamte Nahrungsaufnahme wird kontrolliert, um mein Idealgewicht zu erreichen. Aber eine Sache macht mir Probleme. Wenn ich Zutaten sammle, schwankt mein Gewicht. Das macht es kompliziert, das Ziel genau zu erreichen. Das ist alles ganz schön lästig. Oh, mir fällt was an. Als Seema kennst du dich doch bestimmt mit Ernährung aus. Könntest du mir das benötigte Essen bringen? Du wärst der Bewahrer meiner Schönheit. Und ich versuche es. Du wirst zuversichtlich. Ich erwarte Großes. Also, ich möchte drei. Geh abnehmen. Bring mir von schon drei Zutaten. Ich verlasse mich auf. Ja, das ist irgendein unnötiger Sidequest auf. Sind wir gerade rausgegangen? Ja. Das war nicht Sinn und Sache. Aber gut, dann dürfen wir wieder rein. Hier habe ich nur eine Tomate gefunden. Ist das eine Tomate? Eine dunkle Orange. Hä? Ja, okay, why not? Schön und gut, aber jetzt haben wir es. Wir können hier dann nämlich geradeaus durchgehen. Und dann sollten wir auch richtig sein. Die Frage ist dann halt nur, wo kommen wir am Ende raus? Und welches Digimon wird hier das Digimon sein, was am Ende in die Stadt kommen kann? Das sind alles verdammt gute Fragen. So, am Frostweg, den kennen wir ja auch noch. Ich frage mich, ob es dann derselbe Weg am Ende sein wird. So, nur hier haben wir nicht das Problem wie in Digimon World, dass wir so schwer an denen vorbeikommen. Denn wie ihr gesehen habt, war das ziemlich einfach gerade. Und wir haben noch die Diamanten und Quarz gefunden, was ziemlich stabil ist. So, dann schauen wir mal, ob es derselbe Weg ist. Weil wenn ja, dann sollte es hier rechts hinten sein. Materialien, komm, blaues Chrom Digizoid. Ja, blaues Digizoid einfach, nicht Chrom Digizoid, aber nice. Okay, und wir sind am Ende angekommen und hinter uns ist ein komisches Wizardmon. Aha. Jetzt kann ich das Symbol mit dem Zauber kombinieren und meine Hände bewegen sich so, oder so? Oh, was für ein eigenartiger Besucher.
Schön, dass ein praktizierender menschlicher Zähmer auftaucht. Dein Timing ist perfekt. Wie du siehst, bin ich ein Digimon, das Magie benutzt. Ich verbringe meine Zeit vertieft in magischer Forschung. Jedes Digimon kann kämpfen. Was ich suche, ist etwas vollkommen anderes. Kurz gesagt, mein Bericht ist die Bewegungsmagie. Ich möchte dich um Hilfe bitten. Hörst du dir an, was ich zu sagen habe? Ich wirke einen Bewegungszauber auf dich. Danach kommst du sofort zurück und sagst mir, wo du warst. Das wär's. Es gibt jedes Mal eine Bezahlung. Du musst dir keine Sorgen machen. Du bist nicht in Gefahr. Meine Magie ist absolut sicher. Also machst du mit? Jetzt gerade nicht. Noch nicht bereit? Komm wieder, wenn du dich vorbereitet hast. Was gibt's hier hinten? Die Frage ist, sollen wir gegen die kämpfen? Ich denke nicht, dass wir jetzt irgendwas bekommen werden. Wahrscheinlich nicht. Ich meine, okay Leute, ich werde jetzt gegen die nicht kämpfen. Ich schaue mir aber die anderen Gebiete hier oben an, wo ich da rauskommen könnte. Ihr könnt mir aber gerne in die Kommentare schreiben, ob wir dort irgendwas jetzt verpasst haben, falls ihr das wisst. Und ich bin zurück. Nice. Warum auch nicht? Naja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob wir jetzt da irgendwas verpasst haben. Falls wir das verpasst haben, komme ich noch einmal instant zurück. Aber ich denke, wir können noch ein weiteres Gebiet nach unten dort gehen. Vielleicht finden wir noch jemanden. Aber wir haben verdammt gute Materialien hier gefunden. Okay, dann geh mir aus dem Weg. Uiuiui. So, die haben sie halt ordentlich auf uns abgesehen. Okay, das schaut gerade nicht gut aus. Ein blaues Digisoid. Das ist auch schon mal ziemlich gut. Und wahrscheinlich kann ich hier unten nur diese Materialien finden. Ja. Okay, das heißt, wir hätten es hier eigentlich, schätze ich mal. Und ich wüsste jetzt nicht, was wir noch machen können. Das heißt, wir machen uns auf den Weg zurück und schauen mal, wo es dann wieder hingeht. Gaugamon haben wir in die Stadt geholt. Okay, und es ist im Geschäftsviertel. Es meinte, es würde die Stadt beschützen. Okay, Gabumon erzählt, es könnte nichts verkaufen, was es wohl vorhat. Okay, nichts Interessantes. Skullgrim und Co. müssen wir auch noch in die Stadt holen. Aber... ich hätte sogar gesagt, wir schauen mal bei Seraphimon vorbei. So, davor holen wir uns noch einmal schön hier Digivas Gold ab. Nicht schlecht. So, kriegen wir von dir etwas. Digisäure, ich glaube, das benötigen wir sogar. Schauen wir mal noch einmal nach. Ich möchte das Restaurant aufwerten. Okay, verbilligt sich stark, also die Menge an Medizin, die du kaufen kannst. Jetzt Frage an euch. Wenn ich... ja, wir haben Digisäure benötigt. Wenn ich jetzt das Krankenhaus aufwerte, kriege ich auch irgendeinen Boost bei Marine Angemon? Überschneidet sich was? Digipalme? Nein, nein. Digisaft, Digiöl. Nice. Das gefällt mir. Okay, und die haben jetzt auch Hunger bekommen. Aber I like that. Jawohl, da freuen sich die beiden. Schauen wir jetzt noch einmal vorbei, ob wir das schon heute gemacht haben. Ja, wir sind fertig für heute. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zum Sender. Und machen uns jetzt auf den Weg in die Serverwüste. Die Sache ist halt nur die, wohin bringst du uns noch einmal? Aha, okay. Nein, danke. Wir gehen auf jeden Fall mal zu Seraphimon. Vielleicht will es ja in die Stadt kommen. Und danach werden wir uns auch wieder ins Knochenresort begeben, weil solange wir jetzt noch stärkere Digimon haben, würde ich gerne Skullgreymon und Veregarurumon in die Stadt holen. Und die Chance möchte ich jetzt halt nicht verpassen. Digisäure haben wir benötigt, denke ich. Aber gerade finden wir nur Digiöl. Ja, für irgendwas wird das ja auch schon gut sein. Es ist halt wirklich ziemlich stabil gewesen, dass wir gerade die Sachen wie blaues Digisäure und so weiter gefunden haben. Immerhin wissen wir jetzt, wo wir es finden können. Für in Zukunft, wenn das Training, die Trainingszentrale oder wie auch immer, Trainingsraum,
Den sollten wir dann auch irgendwann mal aufwerten, damit unsere Digimon noch einmal schneller stärker werden. Ja, es gibt halt gegen die wilde Digimon zu kämpfen, die Methode. Aber ich bin halt viel zu faul dafür, Leute. Und das da. Ich muss ja noch die Parts aufnehmen, sagen wir es mal so. Aber so, schauen wir mal. Vielleicht haben wir hier das Glück, irgendwas zu finden fürs Restaurant. Ja, Digitiv sehe ich. Gehe mal sehr stark davon aus, dass es noch. Ionenwasser und Latex. Nicht schlecht. Okay, weiter geht's. Stimmt, Banjo Leomon gibt's hier auch noch. Wir haben ja noch so viele Digimon. So, da haben wir mal den bekannten Koch. Davor bauen wir mal dahinter kurz ab. Und finden Hexenholz. Ja, das ist ja schon ziemlich stabil. Noch dazu die Digipalmen, aber das Restaurant tue ich aufwerten. Also, vielen Dank an euch, dass ihr mich aufs Restaurant so aufmerksam gemacht habt. Da gibt's halt wirklich Mörderboosts. Aber gut, Seraphimon. Wieso bist du zu mir gekommen? Ikakumon möchte deine Speisen essen. Ikakumon hat das gesagt? Ich verstehe. Es stimmt, dass ich einmal als Koch gearbeitet habe, aber... Aber dann hatte meine Mission als Engel Vorrang. Speisen zuzubereiten ist dennoch eine wichtige Aufgabe. Hunger ist seit jeher der Auslöser für Konflikte. Und das Stillen des Hungers die Grundlage für Frieden. Nun gut, ich werde meine Kochkünste in der Stadt... in deine Stadt bringen. Das ist der Beginn meiner neuen heiligen Mission. Bitte bringe diese Kunde zu Ikakumon. Nice, und somit haben wir jetzt auch Seraphimon in der Stadt und können dann auch Ikakumon holen. Und Seraphimon ist jetzt wirklich beinhart im Restaurant, ich hätte mir schon etwas anderes von ihm erwartet, aber ja. Why not, Leute? Sage ich nicht nein dazu. Die Sache ist jetzt mit, wenn wir uns von Wizardmon teleportieren lassen, wohin kommen wir genau? Weil wenn wir dann in der Nähe vom Knochenresort sind, können wir gleich rüberspringen und das wäre auch natürlich gar nicht so schlecht. Die Frage ist, haben wir hier noch andere Sachen zu erledigen? Ich meine, von hier können wir den Sprung wagen und ganz schnell rübergehen, aber es ist ja auch nicht allzu nah und ich überlege gerade viel zu viel, als wie einfach irgendetwas zu machen. Ja, dann... Nein, wir gehen... Wir gehen auf die teure Variante. So. Einmal der Autopilot. Okay, Seraphimon hat sich der Stadt angeschlossen, das ist im Restaurant. Dann schauen wir sogar mal vorbei. Da haben wir das bekannte Restaurant und Seraphimon hier hinten. Lass mich raten, bei dir gibt es Götterspeise zu essen? Nein. Nein. Aber können wir irgendwas hier mit einem Trainingsboost? Uiuiui, da ist ja einiges mit einem Trainingsboost. Nicht schlecht. Okay, es ist gut zu wissen, das Restaurant werden wir nämlich demnächst, wie schon gesagt, aufwerten. Das ist die nächste Station, weil ich möchte mit der neuen Generation dann einfach auch gleich die Digimon dann auch dementsprechend gut trainieren können. Und da haben wir schon die erste Preisveränderung. Dann doch. Knochenschmuck ist teurer. Also, alles ist teurer geworden um 10%. Na, um 5%. Je nachdem. Top um 5. Lithograph um, keine Ahnung, 10? Ja, Knochenschmuck auch um 10. Gut, dann gehen wir jetzt wieder zum Sender. Und machen uns so schnell wie möglich auf den Weg zum Knochenresort. Ich schaue jetzt nur mal schnell nach. Bezüglich Autopiloten haben wir noch 3 Stück. Das ist ideal. Skullgrimmon sollten wir aber auch besiegen. Und ach, 5000 ist halt scheiße teuer. Aber egal. Wir machen alles für einen geilen Part, Leute. Denn einen ordentlichen Kampf gab es jetzt noch nicht in dem Part. Und Skullgrimmon... Nicht, weil es unbedingt irgendwas etwas in der Stadt macht, aber ich fühle halt Skullgrimmon. Ich finde Skullgrimmon ist so ein geiles Digimon. Ich könnte mir sogar überlegen, das als nächstes Digimon zu machen. Und die Sache ist halt die. Zu wen wird Skullgrimmon? Und ich gehe halt sehr stark davon aus, dass Skullgrimmon wahrscheinlich hohe Werte braucht, um überhaupt, dass wir zu ihm digitieren können. Aber ja, ist ja auch egal. Wir schauen uns das alles dann an, wenn es soweit ist. Ich denke, wir haben jetzt noch den nächsten Tag. Das heißt, wir können noch einige Sachen erledigen. Und deswegen schauen wir mal so viele Digimon, wie es geht, noch in die Stadt zu holen. Denn ich glaube, der nächste Storystrang wird dann sein, wenn wir gegen Metall-Etemon und Omnimon... Ihr wisst, das Tote, das hinige Omnimon. Gegen das müssen wir dann auch noch kämpfen und da brauchen wir halt starke Digimon. Aber ich denke, ich habe mal eine gute Zwischenlösung gefunden mit Grankuwagamon.
damit wir so noch einmal die Zeit ausdehnen können. Im Endeffekt wird das dann wahrscheinlich kein allzu großer Altersunterschied sein. Ich denke, dass Piedmon einen Tag später sterben wird. Und dann haben wir quasi einen Tag, wo wir das zweite Digimon komplett hochpushen können. Und da schauen wir uns dann mal an. Und die greifen uns gar nicht an. Wen oder was wir da genau machen können. Ach komm, seid nicht nervig. Ich meine, ich hätte halt liebend gerne mein Herkules-Kabuterimon und okay, bei Greymon verstehe ich, dass du angreifst. Aber es ist halt die Sache mit den Werten und das und dies und jenes. Was ich mir auch ziemlich oft und gerne gemacht habe, was auch relativ einfach war, waren... Ich habe zwei Metall-Sidramons so oft gemacht. Okay, und die Zukaimon sind jetzt auch losgeworden. Das heißt, wir sind am Friedhof und da haben wir den Guten, wie er schon auf uns wartet. Okay, dann sammeln wir hier den Spaß noch einmal ein und... Ja, Diamanten und Onyx. So. Oh, ein Mensch. Du musst aus diesem Stadtding kommen. Mein Anblick erschreckt dich nicht. Wie ungewöhnlich. Naja, was kann ich für dich tun? Bitte gib mir ein Skullgrading. Ein Skullgrading? Ich glaube, so einen habe ich noch. Aber umsonst kann ich ihn dir leider nicht geben. Natürlich sprechen wir hier nicht von Geld. So wie ich aussehe, kommen nur selten Leute vorbei und wollen mit mir reden. Mir ist so langweilig. Ich will den alten Motor wieder in Schwung bringen. Bist du einverstanden? Er hat gar nicht... Also ich konnte es nicht beantworten. Okay, jetzt haben wir die beiden ja nicht einmal benötigt. Mit einer Ulti sind die auch beiden komplett... Ja, mit einer Ulti haben wir Skullgrimmon besiegt. Okay. Was? Das war jetzt etwas unerwartet. Okay, und warum wollen die schon wieder nicht? Aha. Ein Grankowagamon ist böse. Aber wir haben zum ersten Mal eine Ulti vom Gegner gesehen, glaube ich. Schön, dann gibt's mal mit der Trumpfkarte auf die Fresse. Skullgrimmon fliegt und wir haben gewonnen und bekommen auch 12.000 Bits. Das ist verdammt viel eigentlich. Ich gebe auf. Alles klar. Bitteschön. Ein Ring. Was hast du eigentlich damit vor? Naja, Veregarurumon will ihn unbedingt haben. Oh, das hat Veregarurumon gesagt? Ich hätte ihm den Ring gerne selbst gegeben, wenn er hergekommen wäre. Und ich bin auch ziemlich eigen, wenn es um Items geht, weil ich würde nicht gerne einen Gleichgesinnten treffen. Die meisten rennen ja weg, wenn sie mich sehen. Also verbringe ich viel Zeit mit Kunsthandwerk. Ehrlich gesagt wurde es langsam echt einsam hier oben. Wenn mich da draußen jemand versteht, dann ziehe ich los. Okay, Skullring halten. Lade doch auch Veregarurumon ein. Alles klar, ich ziehe dann wohl in die Stadt. Ich habe zwar ein bisschen Angst, dass ich die Leute dort erschrecke, aber es wird schon irgendwie gut gehen. Naja, willkommen in der Stadt Skullgrimmon. Okay, aber Leute, damit hätten wir es für den Part für heute. Ich bedanke mich an alle, die so zugeschaut haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like und ein Abo da, kommentiert auch liebend gerne das Video und somit sehen wir uns dann im nächsten Part. Bis dann!